Benjamin, eigentlich eher ein 0:0 gekicke heute, so habe ich es gesehen. Unglücklich oder vielleicht nicht unglücklich, aber knapp verloren. Wie hast du es gesehen und erlebt? Ja, eigentlich sage ich mal ein klassisches 0:0-Spiel. Jedoch wieder, sage ich mal, für uns zum Nachteil eine Aktion. Unglücklich, einen Fehler nach dem anderen, sage ich mal, und dann einfach das 1:0 gekriegt. Ja. Verdient, verloren heute? Ja, was heißt verdient, verloren? Ich sag mal, wenn wir vorne, wir kreieren einfach zu wenig Torchancen. Der letzte Pass in die Tiefe, der letzte Wille hat, sage ich mal, jetzt in mehreren Spielen, sage ich mal, die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Wir hatten jetzt, sage ich mal, einige Verletzte, einige angeschlagene Spieler, gerade auch offensiv. Und das macht sich halt derzeit, sage ich mal, bemerkbar. Und was meinst du, woran es liegt, die fehlende Durchschlagskraft oder was man besser machen könnte, um diese zu erreichen? Ja, wie gesagt, irgendwie, muss ich ehrlich sagen, mir fehlen die Worte, keine Ahnung. Es ist der Wurm drinne bei uns. Wir brauchen einfach mal, sage ich mal, ein Erfolgserlebnis, damit der Knoten mal richtig platzt und wir eine Serie starten. Du bist ja eher für die Verteidigung zuständig als Innenverteidiger. Wie bewertest du die Verteidigungsleistung ansonsten, abgesehen jetzt vom 1:0? Gut, ich sag mal, wir haben jetzt in diesem Spiel wenig zugelassen, sind kompakt gestanden, dass mal eine Aktion, sage ich mal, über jetzt gerade über unsere rechte Seite passieren kann. Das ist im Fußball normal, Fehler passieren, aber wie gesagt, eigentlich stehen wir zurzeit relativ kompakt, aber immer die eine Aktion, wo wir dann zu spät sind oder vielleicht nicht konsequent genug, die entscheidet es dann. Jetzt steht jetzt relativ weit unten drin, bleibt natürlich unter den Erwartungen, die man an die Mannschaft heute hatte. Ja, wie bewertest du die Lage und wie siehst du sie? Ja gut, für den Verein ist es natürlich eine Situation, die kein Spieler, kein Verein gerne hat. Wird schwierig, da unten rauszukommen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir trotz dessen die Qualitäten der Mannschaft haben und uns da rausboxen werden. Nächstes Spiel, FC Astoria Waldorf 2, eigentlich direkter Konkurrent, jetzt sagen wir mal im Abstiegskampf. Was wird das für ein Gegner und was wird das für ein Spiel, wie siehst du es? Also wie es bei allen zweiten Mannschaften ist, ist eine spielstarke Mannschaft, eine junge Mannschaft, die gerne einen Ball laufen lässt, gut laufen lässt, einzeln sehr gut technisch ausgebildete Spieler. Und da müssen wir einfach als Männer mit einer gewissen Härte und gewissen Erfahrung dagegen halten. Benjamin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.